Hallo, willkommen bei Project RET. Ich bin der Dosch und willkommen auf meinem Kanal. Gott, hast du einen an der Waffe. Ja, also damit nochmal. Dosch, nicht nur einen, von daher. Ja, ich merke das schon. Also, willkommen zurück zu Project RET Version 2. Bin zwar alleine auf dem Server, aber hab mir mal so ein paar Leute im Teamspeak geschnappt. Einmal den Sigurin, kennt man ja noch. Den kann man nicht überhören. Ja, dann haben wir gerade gehört die Vishu. Das war und der Potti. Ja, und der Potti. Jut. Wir laufen immer noch mit knackigen 12. Jo. Oh Mann, das gibt schon eine super Aufnahme, ich merk's schon. Ja, ich laufe auch gerade wieder total planlos rum. Du hast es so gewollt. Ja, ich weiß auch gar nicht, was mich dazu getrieben hat. Ja, wir laufen noch mit knackigen 12 FPS rum, so mustert. Und ich würde sagen, wir könnten ja heute mal das vollenden, was wir letztens mal angefangen haben, den Industrial Grinder. Oh. Ja. Du weißt, was ich meine. Kein Gregtick, es fliegt immer in die Luft. Ach, das ist so ein Faktor, der trifft häufiger bei Gregtick auf. Du packst nicht in die Luft, der packst auf den Boden. Dann fliegt es auf den Boden. Ja, der Fußboden reißt es auch immer gleich mit. Oh, der war so lahm, ich weiß. Flachwitz. Flachwitz, komm raus. Ich bin da. Genau. Ich nenne es ja selektive Explosion. Es springt immer nur das in die Luft, was am teuersten war. Ja, ist natürlich auch so, ne? Oh mein Gott. Ich sehe gerade von wegen, du kannst bei Steam für Arma 3 ein DLC kaufen, und zwar Go-Karts. Also, habt ihr gehört, auch ab auf Steam. Ab auf Steam. Nein, ich kann euch empfehlen, geht auf Steam und holt euch The Forest, Baby. Ich wusste es. Gleich Werbung. The Forest. Also könnt ihr auch zufällig auf meinem Kanal sehen, keine Werbung. Ich wusste es. Ich hab's auch schon, aber es gibt noch keinen Multiplayer. Ach ja, schön. Und die haben keinen Multiplayer, ne? Das ist doof. Das ist natürlich doof, natürlich. Das musst du unauffälliger machen. Nein, wir können ja jetzt die ganze Zeit hier nicht bei Dosch seine Aufnahme. Jetzt, wir wollen ihn ja nur unterstützen. Wir wollen nicht dazwischen quatschen. Genau. Dosch, du bist dran. Vielen Dank. Egal, jetzt rede ich auch. Du darfst in deiner Aufnahme auch mal aussagen. Jetzt red du endlich. Rede! Bist du noch da? Hey, ich hasse euch, Leute. Wisst ihr das? Ja, wir haben dich auch. Hallo, alles okay. Danke. Willkommen Sie. Mich wundert es hier gerade, dass wir noch eine neue Trophäe haben. Ja. Ich bin der Meister der Intelligenz. Wusstet ihr das schon? Das ist sowieso klar. Das hast du oft genug bewiesen. Ja. Wir haben jetzt hier bei unserem ME-System eine neue Trophäe stehen, eine Spinnentrophäe. Ich klicke mal rechtsklick drauf und bekomme Poison 4. Das ist doch cool. Das ist geil. Also Spinnentrophäen kenne ich ja auch, weil ich wurde noch nie von einer vergiftet. Die macht immer nur. Sei froh. Dafür hast du ja Erfolg mit den Lucky-Blöcken. Bei mir macht es auch gerade was anderes. Aber das ist ein. Lucky-Blöcke wollen wir nur mal die Vielfalt demonstrieren, die sie drauf haben. Lava, Wasser, Sprengstoff. Wässer. Die Luft zum Riechen bringen, du da. Oder genau, Blöcke Wässer. In der Luft auch tauchen und runterfallen. Ja. Geladene oder Creeper. Ein Loch im Boden. Apropos, wo ihr gerade von Spinnen und Poison und so redet, ich bekomme Hunger. Wie kann man davon Hunger kriegen? Ja, das ist ein merkwürdigen Geschmack. Yep, war wirklich. Ja, so einen faulen Geschmack, ne? Soll Tarantel nicht wie Hühnchen schmecken? Ach nee, es war Schlange. Genauso wie Meerschweinchen wie Hühnchen schmecken soll. Ja, schmeckt alles wie Hühnchen. Schlange auch. Alles Hühnchengeschmack. Man muss es nur richtig würzen. Mmh. Okay, Dosch, jetzt an deinem Grinder weiter. Vielen Dank. Ich bin auch mittlerweile schon. Ich glaube, du schon wolltest irgendwas in Minecraft machen, oder? Ich gehe gleich allein in die Aufnahme, wisst ihr das? Wolltest es so. Ja. Ja, dass ich hier bin, wolltest du gewinnen. Sag was, er kam sogar gerade eben noch rein. Soll der Potti auch noch hochziehen? Hier ist es egal, kann von mir aus auch noch rauf. Ja, bist dabei. Und das war dein Fehler. Das war mein Fehler. Das war mein Fehler, dass ich mit rein durfte. Ja, das war mein Fehler. Das ist ja gerade krepiert. Du spielst auch noch Seven Days to Die, oder? Hey, ja, war ja. Ich sehe es, ein Häschen. Ich glaube, wieder eine neue Version von Java, oder warum schmeckt das bei mir mal wieder ab? Was denn?
Gibt's schon wieder eine neue Java-Version oder warum schmiert das ab? Java. Nee, ich wüsste nicht, dass es eine neue Java-Version gibt. Gab doch gerade das neue, oder? Java 8? Es gibt eine neue Java-Version? Ich will nicht wissen, wie alt meine ist. Ich will jetzt mal mehr, ich weiß gar nicht mehr, wie alt meine ist. Hab die voll lange nicht mal geupdatet. Gut, dann habe ich schon mal gerade vorbereitet, weil jetzt brauchen wir Advanced Circuits. Aber abschließend dieser Aktion ist ein Problem aufgetreten. Bitte versuchen Sie es nochmal. Alter, irgendwie spackt gerade voll YouTube rum, ne? Ja. So spackt rum. Ist das nicht schon normal? Nee, ja, normal schon, aber nicht so extrem wie jetzt immer so. Was ich ja mal gerade schon mal erwähnen könnte, es könnte sein, dass jetzt in dieser kommenden Woche, also wir nehmen das jetzt gerade am 30.05. auf, es könnte sein, dass diese Woche mal vielleicht keine Folgen kommen. Ich bin momentan ein bisschen sehr im Prüfungsstress, also verzeiht es mir einmal. Wir werden sofort nachholen, wenn es vorbei ist. Nein. Deabonnieren. Ich verzeihen. Ich glaube, für Prüfungsstress haben alle Verständnis. Ihr gefällt mir. Sei getröstet, Josh, du bist nicht der Einzige. Ich weiß irgendwie gerade richtig, diese Aufnahme angefangen zu haben. Frag mich nicht, wie ich drauf komme. Freue dich doch, dass wir dich so schön unterstützen. Oh ja, also diese Unterstützung. Ich glaube, dankbar ist gerade nicht der richtige Ausdruck. Der Dosch, du schaffst das. Dosch LP. Aber was hat der heute eigentlich wieder genommen? Das ist ja nicht immer normal, was er heute abzieht. Komm, ich bin immer so doof, ja? Ja, hast du nicht immer. Aber immer öfter. Aber manchmal bin ich schlimmer. Also eigentlich doch ganz normalen Kaffee und so eine neue Ritter Sportschokolade. Ah, lass die Schokolade sein. Schokolade. Er verträgt wohl keine Schokolade. Also ich habe heute irgendwie Probleme, das hoch. Also ne, ich bin ja gerade noch das Folge hochladen. Das switcht immer zwischen 100 Kilobits und 1,4 MB. Also. Gut. Und was machst du, Dosch? Ich bin gerade am gucken, dass ich Wetteralloy-Platten hinkriege, aber Cracktech ist ja so lahmarschig. Nee, die mag ich nicht. Ja, und sie mag auch mich nicht. Juckt gerade was und das möchte ich nicht erzählen, was es juckt. Hättest du nicht einfach die Klappe halten können? Nein. Das denke ich mir auch gerade. Wie lange kennt ihr euch jetzt? Zu lange. Leider ja. Jo, jetzt fängt noch ein Gewitter an. Was meine Arme gerade zeigen könnte, wir haben es jetzt auch endlich mal geschafft, hier den ersten siebenfachen kompressten Kabelzonen hinzukriegen. Also wir sind nicht mehr weit vom achtfachen. Eine kleine Frage bei Dosch LP. Wer hat das eigentlich einfacher auf YouTube? Männchen oder Junge? Was? Keine Ahnung, ich wollte irgendeine Frage bei dir mit einbauen. Ich werde nie wieder. Und da fällt mir gerade ein, von wegen, wer hat es denn eigentlich einfacher? Mädchen oder Jungen auf YouTube? Also Videos zu machen jetzt, weißt du, was ich meine? Wenn so eine attraktive Frau, Mädchen, würde doch eher mehr Leute gucken als so ein. Also, keine Ahnung. Nicht. Wen könnte ich denn jetzt sagen? Gronkh. Ich wollte aber auch gerade Gronkh sagen. Nein, Gronkh ist cool. Besonders mit seiner neuen Frisur und seinem neuen Bart finde ich das ein Skandal. Den einzigen, den ich nicht leiden kann, und das ist meine ehrliche Meinung, das ist Sarazar. Ja. Ich finde, der sieht irgendwie schwul aus. Also ohne jetzt die Männerwelt, was in dieser Richtung angeht, zu beleidigen, aber ich finde, der sieht einfach. Ja. Der hat sich noch nicht geoutet. Kein Problem. Nach neuesten Gerichtsurteilen ist schwul keine Beleidigung mehr. Oh, das ist schön. Also. Was denn? Da war, hat du mal seine Frisur gesehen? Die sind immer so. Ah, ich war heute wieder bei Klaus Peter oder so. Komm, anderes Thema, sonst kommt hier gleich hier, ne? Einiges. Oh, gibt das fast hier Raten unter diesem Video. Das wollen wir nicht, nein. Also diejenigen, die natürlich jetzt das Video sehen und jetzt mal hier meinen bei Dosch, oh, du bist scheiße, ich bin das, der das sagt, ne? Ich werde dir dann berichten, wenn ich bei LP. Könnt ihr mich voll spammen. Ich werde dich dann unterrichten, wenn ich bei minus 3 Abonnenten bin, ne? Ja, aber ach, stimmt ja, aber ich musste ja noch deabonnieren, da war ja was. Ja. Du machst ja nächste Woche nicht mehr Videos, also geht ja gar nicht. Doch, dann. Nein, natürlich. Immer gucken. Ich verfolge natürlich deine Videos auch mit höchstem Interesse. Auf dem Klo.
Auf dem Klo, genau. Mit dem iPad in der Hand. Muss sein. Boah, als du mir das gesagt hast, ich habe mich... Videos sind für den Arsch, aber das ist... Als du diesen Spruch damals rausgehauen hast. Ach, der schaut echt nochmal die Videos? Ja, jedes Mal, wenn ich am Klo sitze. Yay, das gibt auf jeden Fall was in meiner Let's Player-Karriere. Das gilt bei ihm aber nicht als Beleidigung. Alles okay. Danke also, für die Aufmerksamkeit. Ich verbringe halt so ein halbes Stündchen auf dem Klo und da kann man halt so ein bisschen, ne? Er guckt auch andere YouTuber auf dem Klo. Du, das, ja, andere YouTuber auch. Ich sitze auch oft auf dem Klo, aber ich nehme da nicht das Handy mit, ich nehme dann meinen 3DS mit und zock Pokémon oder so. Ich sehe schon von wegen, ich bin ja jetzt aus der Liste raus. Bei mir ist das stille Örtchen immer auch das stille Örtchen. Liste? Wenn wir schon bei Toiletten gesprochen sind. Welche Liste? Ich hätte auch gern 3DS. Ich war ja eine lange Zeit noch rechts in der Todesanzeige drin. Jetzt, wo der Wechsel war, ist, bin ich ja weg. Ja, ich frage mich auch, wer das rausgenommen hat. Aber ich schätze mal, da der Einzige, der davon wirklich noch Ahnung hatte und das auch reingeführt hat, ich schätze mal, dass es crazy war. Ja, aber wer ist wirklich schon, keine Ahnung. Ja, aber warum ich... Oh, ich muss natürlich noch das letzte Video, die Folge 86, muss ich noch liken. Liken, geil. Bin like, oh, geil. Oh, Mann. Like, ja, sorry, dass es auch bei mir gerade so ein bisschen schleichend vorangeht, bloß Quacktech ist lahmarschig. Und ich dachte noch, was ja, der Mail macht. Komm mal, ja, nein, ist halt Ball. So. Dafür hast du das Figurin für die Unterhaltung dabei währenddessen. Natürlich. Ja, das macht natürlich. Wollen wir nochmal anfangen zu singen? Nein. Oh, toll. Also Potti, nur zur Info, wir haben hier einen Rekord zu brechen. Wir haben hier gerade auf dem Server 479 Redstone Stacks. Ja. Also insgesamt 30.679 Redstone. Wir haben einen Rekord zu brechen. Das wäre? Mindestens ein Diabarrel voll. Achso. Den nicht mal solche Redstone-Probleme? Redstone. Wir hatten vor kurzem noch Redstone-Probleme, ne? Ja. Das war nicht schön. Machen wir noch ein bisschen weiter. Und mal. Ich bin hier. In meinem Revier. Fahr nie wirklich weg. Ich hab mich nur im Klo versteckt. Was? Alter. Ach, du, wo wir gerade vom Klo reden, ich bin Hunger auf Chips, ey. Was? Ich kann dir nicht sagen, warum ich das möchtet ihr nicht hinterfragen. Oh, ich habe gerade irgendwie Lust, muss ich ehrlich zugeben, jetzt wo wir gerade hier so schön in einer kleinen Runde machen. Danke für die Unterhaltung, Themenwechsel. Themenwechsel. Dass ihr das immer noch nicht lernt, dass es gewisse Aussagen gibt, die man nicht hinterfragen möchte. Zum Beispiel darf man eben keine Steilvorlagen machen. Er hat steil gesagt. Danke, genau, Potti. Das meinte ich. Bitteschön. Jetzt muss er die Folge unter FSK 18 machen, weil er hat steil gesagt. Dann guck gleich zum Thema Vorlagen. Marcel, der ist zu die an. Ich tritt nicht jedes Fettnäpfchen. Ja, genau. Könnt ihr mir nur mal sagen, warum ich mir das nochmal aufnehmen wollte? Ich glaube, ich habe einen Titel für dich. Du wolltest Unterhaltung haben? Dankeschön. Du magst uns? Vielleicht auch nicht. Solltest du es besser nicht verneinen, sonst sind wir echt sauer auf dich und ich hab TNT. Ja, mein Dach dankt. Ich sag nur so viel. Ich hab Glück mit Lucky. Vergessen, oder? Nein. Das werde ich auch nicht verzeihen. Nur zur Info, ich hab Glück mit Lucky Blöcken, das heißt, ich kann dir gerne mal einen Wizard hinsetzen. Ich hatte schon zwei Wizard.